Ja, nee, aber der muss ja seine Ladebildschirm. Da wird ja jetzt sozusagen wie bei Minecraft eine neue Welt geladen. Wir werden in ein neues Terrain geschmissen. Meine. Oh! Hier sind wir wieder. Das war doch un. Ah nein, jetzt kommt erstmal die Mumie. Wetten. Geil, jetzt können wir die Mumie zocken. Da habe ich schon den ganzen Tag drauf gewartet, die ganze Zeit. Seitdem wir Let's Playen. Und. Oh mein Gott, what's this? Oh oh. Ja, hier sind unsere Freunde, unser Bruder, der Verräter und der kleine Kobold. Ah! Ich glaube es nicht! Von einem Jugendlichen besiegt, den ich nicht einmal kenne! Das magische Gerät hat uns zum dunklen Palast zurückgebracht. Ja, hat's. Sieht's wohl so aus. Da sind wir, die Mumie, the Prince! Der Verlust unserer Reiseamulette aufgrund unserer ungewollten Ausflugs macht mir auch Sorgen. Das war ein bitterer Schlag. Ohne diese Amulette wird es länger dauern, unser Ziel zu erreichen. Das ist vielleicht ein kleiner Rückschlag, aber aufgeben, pah, alles läuft nach Plan. Herr, wie kannst du das nur sagen? Nun, da Tutankhamen ausgeschaltet ist, werde ich die Gestalt Akhenatens nutzen, um allen zu erzählen, dass Tut bei einem Unfall ums Leben kam. Das wird mir Macht über Luxor geben. Der Rest wird dann einfach. Ja, das ist wahr. Keiner wird zu behaupten wagen, dass du nicht sein Bruder bist. Oh mein Gott, was ist das denn? Wir wurden die ganze Zeit reingelegt. Oh mein Gott. Natürlich nicht. Meine Verkleidung ist perfekt. Was ist das denn für einer? Der sieht aus wie Michael Jackson nach 30 Operationen. Und was diesen Burschen betrifft, der die Zeremonie unterbrochen hat, ich weiß, wer er ist. Er ist ein Schüler Imhoteps, diesem närrischen, altersschwachen Magier. Dieser Rückschlag wird recht hilfreich sein, um seinen wirren Verstand noch mehr zu verwirren. Er wird nie verstehen, was wirklich vor sich geht. Er hat nicht einmal begriffen, dass ich da war. Herr, du bist ein Genie. Im Moment müssen wir vorsichtig sein, aber sobald der Strahl stark genug... Achso, das ist wieder her. Aufhalten. Imhotep zu besiegen, wird so einfach sein, wie ein Insekt zu zerquetschen. Ja, das glaube ich nicht, ne? Wir wollen dich erstmal richtig tot machen. Jetzt werden wir erstmal Mumien-Action machen oder sind wir immer noch Sphinx-Action? Ich bin gespannt. Komm, gib mir die Mumie, ey. I want to play with the mummy. Und laden. Komm schon. Mal hinne. Ich will zocken. Ich höre nur was. Ich möchte auch was sehen. Ah, da nee, wir sind wieder. Wieder Sphinx-Action. Sphinx-Action. Doch keine Mumie. Schade. Oh mein Gott, was ist denn da los? Es ist ziemlich dunkel. Ja, Leute, an dieses Terrain, an diese Umgebung kann ich mich wirklich ohne Lüge noch erinnern. Und zwar war das Einzige, an das ich mich aus diesem Spiel erinnern kann. Oh, ich habe nicht gelesen. Dies war einst ein großes Königreich. Nun ist es kaum mehr als eine verlassene Einöde. Ja, die Sache ist nämlich die, dass ich dort, glaube ich, nämlich nicht weiter wusste und da ewig gehangen habe. Ich persönlich meine, dass du besser in Abydos geblieben wärst. Hier gibt es kaum mehr als Sand und wilde Monster. Tatsächlich ist dies genau der Grund, warum ich sofort wieder nach Abydos zurücksegle. Ich werde in ein paar Tagen wieder in dieser Gegend sein. Vielleicht sehen wir uns dann. Das ist natürlich geil. Er bringt uns hier hin und lässt uns jetzt hier auch vergammeln, weil er hat keinen Bock mehr. Okay, das heißt für uns neues Gebiet und wir erkunden das Ganze erstmal. Was ist das denn? Hör mal, was ist los, Reisender? Boah, das sieht aus wie der alte Gobi. Ich hab genug von Heliopolis. Ja, Schiff ist gerade weg. Früher war es ein schöner Ort, aber dann hat sich Anubis eingemischt. Er hat meinen Bruder verflucht und mit ihm alle anderen im verfluchten Palast dahinten. Er hat diese tödlichen Auge des Ra-Posten in allen Winkeln des Landes aufgestellt. Er hat die Erde öde und unfruchtbar gemacht. Auf den Feldern wächst nichts mehr. Ja, das ist alles Anubis Schuld. Ich wette, er sitzt da oben in seinem Turm,
blickt auf Heliopolis herab und lacht über all das Elend und Leid. Jemand sollte ihm einen Besuch abstatten und ihm gehörig was lehren. Jo, das werden wir da machen. Wir gehen direkt rein, aber vorher safen wir. So, ich glaube, wir können da auch gar nicht direkt rein. So, schön, dass wir jetzt hier unsere Speicherstatue haben. Können wir gleich bestimmt in 10 Minuten auch gut den Part beenden, ohne irgendwie großartig hier cutten, mitten in einer Szene cutten zu müssen. So, jetzt bin ich gespannt. Hier rein können wir schon rein? Echt, wir können hier schon rein? Mussten wir nicht erst draußen irgendwas machen? Ich meine, wir mussten draußen erst irgendwas machen, aber ich weiß es nicht mehr. Das ist schon so lange her, Leute. Keine Ahnung. Seitdem das Spiel draußen ist. Ich habe das direkt gekauft, wo das draußen war. Wo ich gar nicht wusste, was das war. Aber meine Mutter hatte da in der Endzone was drüber gelesen und hat gesagt, ey, hört sich geil an, musst du mal spielen. Dann habe ich gesagt, ja, komm, geh mal zocken. Und ja. Also seitdem das raus ist. Ich weiß nicht, wann das rauskam. Auf jeden Fall denke ich schon, ist ja ziemlich alt und ich habe es vor ziemlich langer Zeit gezockt. Oder ich werde von meinem Gedächtnis getäuscht. Das kann natürlich auch sein. TT Gamer wird dement. Was ist das denn? Alter, was ist das hier für ein kleines Vieh? Hast du gelitten? Hihi. Ja. Tschüss. Hä? Aha. Sind das für Viecher? Komisch. Können wir das nicht... Können wir das nicht anfassen? Das sieht komisch aus, Leute. Hä? Wo ist das Vieh? Wo seid ihr? Tschüss. Ah, du Sack. Komm her. So. Ah, jetzt geht die Tür auf. Also ich besiege alle Monster-Trick. Zwei Türen gehen auf. Links oder rechts, Leute? Pff, das ist schwierig. Mach mal da erstmal ein Schild lesen. Oder benutzen. Was ist das denn? Das ist eine Vertiefung für irgendein... Achso, wir müssen erst was finden. Ist doch bestimmt für das hier. Hm, beim Tischtennis nehme ich immer links, wenn das Ballversteckspiel gemacht wird, also nehmen wir das auch. Und einmal links rum. Aha. Hier sind 1000 Vertiefungen. Was soll das denn? Das ist eine Vertiefung für irgendeinen Gegenstand. Wow, meine Nase macht Stress. So. Ey, Skarabäen. Was soll das hier? So richtig begriffen habe ich das ja irgendwie noch nicht, ne? Hier scheinen nur Statuen zu sein. Und dauernd diese Blöcke. Was soll das? Wollt ihr mich ärgern? Hier ist bestimmt wieder ein roter. Ah nein. Du hast ein Auge des Atuns gefunden. Sieht aus, als würde es in die Augenhöhle einer Statue passen. In die Augenhöhle einer Statue? Alter. Also... Wo soll das denn rein? Wo soll denn das behinderte Auge rein? Hier vielleicht? Oder kommt das vorne rein? Ja, Leute, das ist alles sehr mysteriös hier irgendwie. Wir können ja mal Galileo Mystery anrufen. Vielleicht haben die eine Ahnung, was hier los ist. Aber ich nicht, hab nicht so wirklich eine Ahnung. Komm, Amin Abdallah, sag uns, was geht hier vor sich? Also, wir machen das mal hier tot. Haben wir wieder zwei von denen. Einen roten, der gibt viele. Ach, Skorpion. Stirb! Tschüss. Ja, das ist wirklich äußerst komisch hier. Hier haben wir wieder von denen. Ja, was? Gar nichts drin. Das ist aber atypisch. Haben wir hier irgendwas? Passt das Auge da rein? Hallo? Nee, passt das auch nicht rein. Hier haben wir nur zwei Statuen. Das ist komisch. Und wieder diese komischen Dinger hier. Ich raff das nicht. Was will uns dieser Tempel bloß sagen, Leute? Was will er uns sagen? Ich blick da ja bisher irgendwie überhaupt nicht durch. Aber nicht spoilern, Leute. Nicht spoilern. Wenn dann spoiler ich mich selber, indem ich irgendwo nachgucke. Aber nicht spoilern.
Das ist eine Vertiefung für irgendeinen Gegenstand. Ja, können wir nicht unser... Was haben wir da gefunden? Wir haben doch... Augenhöhle. Ja, geil, toll. Wo soll das denn reinpassen? Okay, das sieht spannend aus. Aber hier scheinen wir wirklich überhaupt noch nicht weiterzukommen. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir nochmal wieder raus und gucken uns nochmal die Umgebung an. Da haben wir ja noch gar nichts von gesehen eigentlich. Wir waren jetzt die ganze Zeit nur in diesem Tempel. Also dieses Spiel lebt irgendwo auch davon, dass man die hier Umgebung erkundet, dass man sich alles anguckt, dass man gewisse Dinge findet, sich fragt, wo soll das denn hin, dass man nachforscht. All an diesen Sachen, von diesen Sachen lebt dieses Spiel natürlich auch. Auch von dem Bettler da unten, das ist natürlich ganz klar, wenn der nicht da wäre, wäre es nur halb so schön. Können wir schwimmen? Ja, wir können schwimmen. Stimmt, das haben wir ja schon mal festgestellt. Schnell. Ah! Endlich mal nicht so wie bei Mario, sondern eine Figur, die kraulschwimmen kann. Das kann ich auch kraulschwimmen. So. Sollte ich als Rettungsschwimmer auch können. Aber aus dem Wasser raus kommt man genauso scheiße wie bei Mario. Naja, gut. Wenigstens kann er kraulschwimmen. Okay, und rauf. Ah, ich hab mir schon fast gedacht, dass das sein muss. SOS wird ausgesendet. Oh mein Gott. So, Frage ist, ist das wie bei Zelda, dass die gleich wieder... Rot? Ja, das ist wie bei Zelda. Okay, wir sehen also... Hä? So schnell kann ich das doch gar nicht machen. So schnell geht das doch never ever. Aha, ein Rätsel, Leute. Ich glaube, hier, hier brauchen wir dieses Blasrohr, was ja schon mal angedeutet worden ist, was wir aber noch nicht haben. Okay. Was haben wir da hinten? Gehen wir da nochmal... Komm, mach mal schnell, bitte. Was haben wir hier? Gehen wir hier nochmal gucken. Sieht interessant aus. Aha. Aber hier scheinen wir auch nicht wirklich hochzukommen. Nee, das können wir vergessen, da kommen wir nie hoch. Was ich gut finde, ist, dass der wirklich relativ schnell läuft hier und dass er auch relativ schnell schwimmt. Muss man nicht mal so ewig um 3 Tage warten. Kann das sein, dass hier irgendwo was im Wasser versteckt war? Erinnere ich mich da recht oder ist das jetzt wieder so eine... So eine weiß ich was, so eine Eingebung von mir, so eine... Weiß ich, wie man das nennen mag. Nee, hier scheint wirklich erstmal soweit nichts zu sein. Gucken wir mal hier. Aha. Sieht mir doch stark nach Bucht aus. Da können wir reinschwimmen. Was gibt's da drin? Aber Leute, ich habe wirklich gar keine... Guck mal, der schwimmt sogar richtig Brust. Der schwimmt richtig Brust, Leute. Ist das geil? Der hat mal richtige Schwimmstile drauf. Das finde ich mal stylisch. Das hatte ich eigentlich so im Spiel noch nie. Dass er richtig schwimmen konnte. Hier dampft es, scheint also heiß zu sein. Oder ist so dreckig. Und schon wieder haben wir hier so eine... Ah, unser Freund! Sphinx, da bist du ja. Ich wusste, dass wir uns wieder treffen würden. Wie du siehst, habe ich in Uruk heldenhaft überlebt. Aber ich möchte dich nicht mit den Details langweilen. Du hast in Uruk Glück gehabt und diese Klinge sollte rechtmäßig mir gehören. Ohne meine Hilfe hättest du sie nie gefunden. Und wieder brüstest du dich mit Fähigkeiten, die du nicht besitzt. Du kommst hier nicht hoch. Dir fehlt einfach die Kraft, um hoch genug zu springen. Deine Fähigkeiten sind erbärmlich. Ich habe Imhotep im Tempel auf der Sonnenschreininsel getroffen. Dieser alte Narr sagte mir, dass er nach dir sucht. Wie du siehst, kommst du nicht einmal hinein. Ich löse das Problem, das Anubis geschaffen hat, nun selbst. Egal, was Imhotep sagt, wir sehen uns. So, allein schon, dass er sagt, wir sehen uns, heißt, dass er davon ausgeht, dass wir es schaffen werden, da hochzukommen und ihm zu begegnen. Sehr interessant, wo er doch so an uns zweifelt. Guck mal, hast du gelitten? Alter, das Ding hat doch einen Schaden. Ist das jetzt tot? Komm, hast du gelitten. Geh tot!
Finish. Tschüss. Aha. So, wir werden aber jetzt Folgendes machen, bevor wir uns darum kümmern, wie wir denn da hochkommen. Werden wir nämlich als allererstes mal speichern gehen und diesen Part dann beenden für heute. Ja, speichern gehen. Ja, wir haben schon halb, jetzt egal. Fahren jetzt hier, fahren ist gut. Wir gehen auf jeden Fall schwimmen noch speichern. Und dann war es das erstmal mit Sphinx für heute, Leute. Dann seht ihr im nächsten Part, wie es weitergeht, ob wir da hochkommen, ob wir es schaffen, ob wir eine neue Fähigkeit erlernen werden, die wir ja wohl erlernen müssen. Was ist das denn hier? Aha, hier waren wir noch nicht, oder? Ja, richtig geil, hier waren wir noch nicht. Und ich frage mich jetzt, wo der Behindi war. Hier ist doch der Steg. Von hier kamen wir doch. Ah, da ist der Stein. Alles klar, hier ist auch unser Behindi-Indi. Hier werden wir beim nächsten Mal dann also weiter gucken. Zack, Speicher. Und ja, Leute, was gibt es noch zu sagen? Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zugucken bei Sphinx und Zuhören. Wir sehen uns, wie gesagt, im nächsten Part wieder. Und dann wollen wir mal gucken, was hier noch so alles passiert. Also, Leute, bis zum nächsten Mal. Euer TT-Gamer. Ciao.